für ein alternatives Finanzsystem. Dem liegt mehr oder weniger ein analytischer Gedanke zugrunde. Und der analytische Gedanke, der diesem Papier zugrunde liegt, ist der, dass Finanzmärkte versagt haben. Was bedeutet das? Es gibt aus unserer Sicht zwei Möglichkeiten, das Finanzsystem zu organisieren, nämlich zum einen über Märkte und zum anderen als öffentliches Gut, als öffentliche Infrastruktur. Und hier hat Geld in seinen unterschiedlichen Funktionen als Produktionsmittel, als Kreditmittel, als Tauschmittel, als Vermögensgegenstand zumindest auch oder tendenziell öffentlichen Charakter und nicht nur reinen Privatcharakter oder Warencharakter. Und was das jetzt im Detail bedeutet, darüber kann man, glaube ich, tausendseitige Bücher füllen, aber auf wenige Grundbegriffe heruntergebracht würde das bedeuten, dass wir weggehen vom Finanzmarkt hin zum öffentlichen Finanzsystem, dass die maßgeblichen Akteure in diesem System nicht mehr vorrangig gewinnorientiert sein sollen wie bisher, sondern vorrangig gemeinwohlorientiert und dass insbesondere Geld nicht mehr nur in Gestalt von Produkten auftritt, sondern eben als öffentliches Gut. Und was das in einzelnen Teilbereichen des Finanzsystems bedeuten kann, das haben wir anhand von sechs Beispielen konkret gemacht und das sind eben die Diskussionsansätze, die ich jetzt in aller Kürze vorstelle. Ich sage gleich dazu, bei unserer Aktivistinnenversammlung im Frühling, das ist unser höchstes Entscheidungsgremium, sind nur 4 der 6 Punkte durchgegangen. Das heißt, Beschlusslage sind 4 der 6 Punkte, aber die anderen beiden bleiben so lange weiter in Diskussion, bis auch dort Konsens erzielt worden ist. Wir hoffen, dass es im Herbst so weit sein wird. Das heißt, dann sind alle 6 offizielle Positionen. Ich werde das kenntlich machen, welche beiden Punkte noch nicht offizielle Position sind. Ja, erster Punkt ist die komplette Umwandlung des Bankensektors von einem derzeit gewinnorientierten Bankensektor in einen gemeinwohlorientierten Bankensektor. Wir beginnen damit, dass die systemrelevanten Banken zerschlagen werden müssen. Das ist das Allervordringlichste, weil solange es systemrelevante Banken gibt, besteht die Notwendigkeit, sie mit Steuermitteln zu retten und dadurch gehen wir früher oder später in den Staatsbankrott. Nämlich je öfter sich die Krisen wiederholen, je schwerer sie sind und je höher die Steuermittel sind, die zur Rettung dieser Banken aufgewendet werden müssen. Wir wollen die Banken nicht nur zerkleinern, sondern auch von Gewinnorientierung auf Gemeinwohlorientierung umstellen. Und ein mächtiger Hebel könnte sein, dass man denjenigen Banken in einer Übergangsphase, die noch nicht dem Gemeinwohl dienen, dass man denen sämtliche staatlichen Unterstützungsleistungen entzieht. Das ist die Garantie der Spareinlagen, das ist die Refinanzierung bei der Zentralbank oder das ist die Kreditaufnahme durch den Staat selbst. Wenn man sozusagen diese staatlichen Unterstützungsleistungen nur noch ausschließlich den gemeinwohlorientierten Banken zukommen lässt, dann glaube ich, sind die Gewinnorientierten sehr schnell aus dem Spiel oder aus dem Markt. Das für die Übergangsphase. Langfristig sollte es überhaupt nur noch die demokratische Bank geben. Die ist von der Idee her eine flächendeckende öffentliche Infrastruktur, so wie die öffentliche Bildungsinfrastruktur oder Gesundheitsinfrastruktur oder Grundversorgungsinfrastruktur wie die Bahn oder die Trinkwasserversorgung. Genauso sollte auch das Bankensystem organisiert sein. Und die demokratische Bank, die kennzeichnet sich dadurch, dass sie dezentral organisiert ist. Also sie sollte auf der kommunalen Ebene den großen Teil ihrer Leistungen erbringen und dort sollten sowohl die Leitungsgremien als auch die Aufsichts- und Kontrollgremien dieser Bank direkt demokratisch gewählt werden. Das ist der Kern der demokratischen Kontrolle. Sie sollte sich ausschließlich auf das konservative Kerngeschäft von Banken reduzieren, sprich nur die Sparvermögen hereinnehmen und in Kredite an die lokalen Wirtschaftsbetriebe und auch Haushalte umwandeln, sowie den Zahlungsverkehr abwickeln. Also mehr nicht. Mehr brauchen Finanzmärkte bei längerer Betrachtung überhaupt nicht leisten. Dann später noch mehr. Die Bank ist nicht gewinnorientiert, so wie eine Grundschule, die muss auch nicht gewinnorientiert sein. Die funktioniert dann auch nicht effizienter. Oder ein Krankenhaus arbeitet auch nicht effizienter, wenn es nach Profit strebt und den Profit an Aktionäre ausschüttet. Genauso wenig ist es bei der Bank der Fall aus unserer Sicht. Und sie soll die Kosten für die Kredite so bemessen, dass die Kosten der Bank damit gedeckt werden können. Und ein Knackpunkt in der Diskussion ist, ob es Zinsen für die Sparguthaben geben soll.
Wir sind derzeit als Kompromiss, auch Attac Österreich ist breit aufgestellt, als Kompromiss bei der Abgeltung der Inflation, aber mehr nicht. Ich sage das jetzt in aller Kürze, weil sonst würde das den Rahmen sprengen. Ja, und um auch der Bevölkerung begreiflich zu machen, warum das eigentlich sinnvoll ist, dass es keine hohen Sparzinsen gibt oder gar keine Sparzinsen gibt, dass wir in Summe davon eigentlich profitieren, ist diese Bank nicht nur eine ökonomische Dienstleisterin, sondern genau in gleichermaßen eine Bildungsinstitution, die eben über Geld, über Verteilungsfragen Bewusstsein schafft und aufklärt, und eine Lobbyorganisation, nämlich die sich für die Regulierung der Finanzmärkte stark macht. Ja, jetzt kommt noch eine wichtige Ergänzung zu diesem Punkt. Wir sind in einer Strategiediskussion, die nicht nur innerhalb von einer Attac stattgefunden hat, sondern insbesondere im Austausch mit der Bevölkerung, haben wir dieses Modell vorgestellt. Die Idee war eigentlich eine öffentliche, aber vergesellschaftete Bank. Das habe ich vorher nicht dazu gesagt. Die Regierung hat keinen Zugriff zu dieser Bank. Sie befindet sich ausschließlich im Eigentum der Bevölkerung. Weder die Bürgermeister auf der lokalen Ebene noch die Parlament, Bundestag oder Regierung auf der Bundesebene hätten auch nur das kleinste Mitspracherecht an dieser Bank. Das wäre noch sozusagen der demokratische Charakter. Aber als wir das Modell der Bevölkerung vorgestellt haben, haben in den Vortragssälen die Leute gefragt, na, kann ich heute schon mein Geld dorthin transferieren oder kann ich mich am Aufbau dieser Bank beteiligen? Und so ist aus einem so starken Echo wie bisher auf keinen anderen Vorschlag, den wir ausgearbeitet und vorgeschlagen haben, ist eine neue Strategie entstanden, nämlich wir gründen diese Bank selbst. So wie sich vor 120, 130 Jahren die Bauern selbst geholfen haben und das Raiffeisen-Modell, das war damals ein Projekt der christlichen Nächstenliebe, Friedrich Wilhelm Raiffeisen hat wörtlich gesagt, unser oberster Generaldirektor ist der Herr Jesus Christus, oder für das kleinbürgerliche Handwerk die Volksbanken gegründet wurden, genauso wenig mit irgendeiner Gewinnabsicht wie bei Raiffeisen oder die Sparda-Banken, die für die Eisenbahner, für notleidende Eisenbahnerfamilien gegründet wurden, oder die Sparkassen, auch fürs Kleinbürgertum, auch nicht mit Gewinnabsicht, sondern um eine Basisversorgung der Bevölkerung zu schaffen. Also wir wiederholen die Geschichte, lernen aber aus der Fehler der Geschichte und schaffen diesmal eine Bank für alle gesellschaftlichen Sektoren und nicht für einen bestimmten gesellschaftlichen Sektor. Morgen gibt es einen eigenen Workshop mit mehr Informationen dazu. Die Bank ist in Österreich bereits unterwegs, also wir sind bereits in der Gründungsphase, aber dazu wahrscheinlich morgen mehr als heute, je nachdem wie sich die Diskussion entwickelt. Die anderen Punkte, etwas straffer jetzt geht, sonst brauche ich zu viel Zeit. Das Casino schließen ist die zweite Überschrift. Und um es kurz zu machen, es gibt eine Reihe von Entwicklungen auf den Finanzmärkten, die aus unserer Sicht vollkommen entbehrlich sind. Das ist die gesamte Entwicklung der Finanzderivate. Hier gibt es nur zwei Grundfunktionen von Derivaten, die auch eine ökonomisch sinnvolle Leistung erbringen, nämlich die Absicherung gegen Wechselkursschwankungen und die Absicherung gegen Rohstoffpreisschwankungen. Aber wenn denn die Wechselkurse stabilisiert werden, wie wir es dann gleich später vorschlagen werden, und die Rohstoffpreise stabilisiert werden, dann brauchen wir diese Absicherungen nicht und dann brauchen wir selbst diese einzigen ökonomisch vernünftigen Derivateformen nicht. Fonds, ja. Was sind andere Derivate, die wir kennen, die förderlich? Ja, Immobilienderivate zum Beispiel. Ein Derivat, Derivare kommt vom lateinischen Ableiten von, und das ist im Wesentlichen ein Vermögensgegenstand, also eine Aktie, eine Anleihe, ein Rohstoff oder eine Immobilie, auf dessen zukünftige Wertentwicklung zwei Finanzmarktakteure, du und ich, gegeneinander wetten. Du sagst, der Preis steigt, ich sage, der Preis fällt und einer von uns beiden gewinnt. Oder auch die sogenannten Kreditausfallsversicherungen, CDS, sind typische Derivate. Ich kann wetten, dass die griechische Staatsanleihe ausfallen. Gut, Fonds komplett schließen, ich mache es nur kurz, um die Diskussion zu provozieren. Durch die professionelle Verwaltung von Vermögen in Fonds wird Geld von einem dienenden Mittel zu einem herrschenden Machthebel. Kredithandeln verbieten im Wesentlichen, Investmentbanken unnötig, Ratingagenturen unnötig. Ratingagenturen braucht man in einem Finanzmarkt. Wenn alles gehandelt wird, wenn Kredite gehandelt werden, wenn Staatsanleihen gehandelt werden, wenn Aktien gehandelt werden, dann ist es sinnvoll, diese gehandelten Geldprodukte zu bewerten, damit die Marktakteure wissen, wie sicher ihre Investments sind. Wenn es aber diese Märkte für Staatsanleihen, für Kredite, für Aktien nicht mehr gibt, dann brauche ich sie auch nicht raten. Dritter Punkt, der ist
nicht beschlossen worden, nicht weil es keine Sympathie für den Punkt gab, es gab größte Sympathien, aber noch keinen Konsens. Der lautet, die Börsen schließen. Sprich, den Handel von Aktien einstellen, mit einer ganz klaren Überlegung, die Entscheidungsmacht über das, was in Unternehmen passiert, soll zurück in die Unternehmen wandern. Auch die beiden anderen volkswirtschaftlichen Argumente für Börsen, nämlich dass Börsen Unternehmen mit Kapital versorgen, stimmen in entscheidenden Ländern nicht. In den 90er Jahren ist in den USA mehr Kapital von den Unternehmen an die Börse geflossen, als umgekehrt von den Börsen in die Unternehmen geflossen. In Frankreich war das Saldo null. In anderen Ländern erfüllen die Börsen einen sehr bescheidenen Beitrag zur Unternehmensfinanzierung. Und auch die Start-up-Finanzierung durch Börsen ist mehr ein Mythos als Realität. Das heißt, es gibt auch keine starken realwirtschaftlichen Argumente für die Börsen. Und ja, wir stellen uns vor, dass an einem Tag X die Aktien in Beteiligungen an Unternehmen zum realen Unternehmenswert umgewandelt werden oder nicht mehr gehandelt werden können. Und auch das Stimmrecht nicht mehr bei den Aktien liegt, sondern ausschließlich bei den Personen, die im Unternehmen arbeiten. Damit sind wir bei der Demokratisierung von Unternehmen. Ab 250 Beschäftigten soll ungefähr ein Viertel der Stimmrechte zur Hälfte an die Beschäftigten und zur Hälfte an die Gesellschaft übergehen. Ab 500 Beschäftigten die Hälfte der Stimmrechte, ab 1000 Beschäftigten zwei Drittel und ab 5000 Beschäftigten die Gesamtheit der Stimmrechte. Weil Unternehmen kein privates Spielzeug sind, wenn sie groß sind, sondern sehr mächtig und einen sehr gewaltigen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Und umgekehrt sollte dann die Teilhabe und die Mitbestimmung der Gesellschaft an den Unternehmen reziprok wachsen. Ja, wir haben dann Übergangsregelungen für diese radikalere Reform und das wäre zum Beispiel, ich nenne es nur eine von sechs Übergangsregelungen, dass nur wer eine Aktie mindestens 10 Jahre lang hält, auch mitbestimmen darf bei den Jahreshauptversammlungen. Dann hat es um diese kurzfristige Absicht und Unternehmen keine Macht mehr. Der vierte Punkt ist ein egalitäres globales Währungssystem. Das ist eine Idee von John Maynard Keynes, des britischen Nationalökonomen, der auch 1944 bei der Konferenz von Bretton Woods Großbritannien vertreten hat und einen Vorschlag eingebracht hat, der alternativ war zu dem, was beschlossen wurde in Bretton Woods. Die Dollar-Hegemonie wurde beschlossen, weil sich der amerikanische Vertreter, der Finanzminister White, durchgesetzt hat. Aber der Vorschlag von John Maynard Keynes, der hätte uns sehr viel besser gefallen, nämlich nicht der US-Dollar wird zur Weltleitwährung, sondern wir schaffen ein egalitäres Währungssystem im Sinne einer Verrechnungseinheit für den grenzüberschreitenden Wirtschaftsaustausch. Das wäre sozusagen eine Zweitwährung, eine Reservewährung, eine Handelswährung kann man es auch nennen. Uns bleiben aber alle nationalen Währungen bestehen und wir legen gemeinsam die Wechselkurse der nationalen Währungen zu dieser Verrechnungseinheit fest, zum Beispiel entsprechend der realwirtschaftlichen Kaufkraft. Und das machen wir vierteljährlich oder halbjährlich oder einmal im Jahr. Und damit gibt es vollkommen stabile und berechenbare Wechselkurse. Und wenn aber ein Land sich wirtschaftlich anders entwickeln sollte als ein anderes, zum Beispiel wenn Griechenland real abwerten sollte gegenüber Deutschland, dann kann auch Griechenland hier vierteljährlich oder halbjährlich seinen Wechselkurs anpassen. Wenn es die Dollar-Hegemonie nicht gegeben hätte, dann hätte es den Euro als Gegengewicht nicht gebraucht und dann hätte die griechische Krankheit genauso wenig entstehen können wie die Handelsbilanzungleichheit zwischen den USA und China. John Maynard Keynes ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat auch vorgeschlagen, dass alle Länder, die keine ausgeglichene Handelsbilanz haben, nämlich die, egal ob sie Handelsbilanzdefizite haben oder Überschüsse, werden sie gleichermaßen bestraft, je stärker und je länger sie vom Gleichgewicht abweichen. Das hätte heute bedeutet, dass Deutschland für seine Exportweltmeisterschaft genauso schmerzhaft bestraft wird wie die USA für ihr Handelsbilanzdefizit. Zwei Minuten noch, vorletzter Punkt. Die globale Steuergerechtigkeit am Beispiel der Regulierung des Kapitalverkehrs. Das Kapital ist unter anderem nur so mächtig, wie es sich frei bewegen kann. Deshalb ist ein entscheidender Punkt für die Kontrolle über das Kapital, die Kontrolle über den Kapitalverkehr. Das sind Nadelöhre der Globalisierung, weil jedes Kapital, das von einer Währung in die andere will, muss über sogenannte Clearingstellen. Und deshalb wäre es naheliegend, dass diese Clearingstellen unter öffentliche Kontrolle kommen und dann kann man den Kapitalverkehr schön differenzieren.
Man kann verhindern, dass Kapital in Steueroasen flüchtet, man kann verhindern, dass Kapital massiv in Schockwellen abwandert oder einfließt, man kann verhindern, dass toxischer Giftmüll über die Grenze wandert, indem man bestimmte Derivate nicht einreißen lässt und. Man kann die Finanztransaktionssteuer einheben. Am Beispiel, vielleicht um das vorstellbar zu machen, die EU könnte sagen, wir fangen mit der Finanztransaktionssteuer der EU an und laden alle anderen Länder der Welt ein, mit uns zu gehen. Und die aber nicht mit uns gehen, bei denen verlangen wir eine Kapitaleinfuhrsteuer in diese Regulierungszone oder Finanztransaktionssteuerzone von 1% zum Beispiel. Und da machen sehr schnell alle Länder mit. Und mein persönlicher Vorausgedanke ist, dass man das eigentlich innerhalb der EU gleich uraufführen sollte, nämlich die Eurozone gegen Großbritannien. Nämlich wenn sich die Finanzminister der Eurozone einig sind, wir wollen jetzt starten mit dieser Finanztransaktionssteuer und nur Großbritannien ist dagegen, oder auch Schweden im Moment ist Schweden der Bremser, dann okay, dann gibt es halt eine Finanztransaktionssteuer von 0,1% in der Eurozone plus alle, die mitmachen. Und die nicht mitmachen, die zahlen für den Kapitalimport oder Export in oder aus der Eurozone eine empfindliche Steuer. Und das wäre natürlich ein mächtiger Hinweis, sie mitmachen. Das verstößt heute gegen die Verträge, aber wer achtet denn heute schon auf die Einhaltung der Verträge? Und das Letzte in einem Satz wäre die demokratische Festlegung der Rohstoffpreise. Auch hier zeigt sich, dass der Marktmechanismus zu einer massiven strukturellen Menschenrechtsverletzung führt. Sowohl wenn die Preise zu hoch werden, nämlich die Konsumentenpreise für Grundnahrungsmittel, ist der wichtigste Grund, warum heute nicht 58 Millionen Menschen weltweit hungern wie noch vor 5 Jahren, sondern mehr als 1 Milliarde Menschen. Der Marktmechanismus ist eine strukturelle Menschenrechtsverletzung. Also auch wenn die Erzeugerpreise zu gering werden, wie im Beispiel der Milch in Europa. Auch hier zerstört der Marktmechanismus Millionen von Existenzen, nämlich von nachhaltigen Existenzen. Deshalb braucht es bei bestimmten Preisen keinen Markt, sondern eine öffentliche Preisregulierung plus Mengenregulierung. Und das ist sozusagen das Plädoyer. Dafür gibt es viele Präzedenzfälle. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Agrarpreise in der Europäischen Union reguliert. Kanada hat heute ein gut funktionierendes Modell der Preisregulierung bei Getreide. Und selbst die UNO hat es ja schon versucht, mit dem integrierten Rohstoffprogramm für fast alle entscheidenden Rohstoffe die Preise zu steuern und sie eben nicht dem Markt auszuliefern. Diese Gedanken sind schon da und sie bräuchten nur bekannt gemacht, beworben und wieder aufgegriffen werden. Soweit ein kurzer Überblick. Eine kleine Auswahl an Stellungnahmen. Im Wesentlichen waren ja deine Argumente, es braucht noch mehr, und da stimme ich freudig und gerne zu, insbesondere was die Universalmachung der Gemeinwohlorientierung in der Wirtschaft betrifft. Da darf ich ja morgen Abend meine Bücher vorgestellt, die Gemeinwohlökonomie, ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft vorstellen, wo ich eben ein Modell vorschlage, was schon praxiserprobt ist, weil das in den letzten 1,5 Jahren ich mit einem wachsenden Kreis von Unternehmern und Unternehmerinnen ausgearbeitet habe, die alle bereits dafür eintreten, dass Gemeinwohlstreben zur obersten Zielsetzung von Unternehmen werden soll, zur neuen Bedeutung von unternehmerischem Erfolg werden soll, deshalb logischerweise auch gemessen werden können sollte in der Gemeinwohlbilanz, und dass dadurch auch der Wachstumszwang, also der Wachstumszahn gezogen wird der Wirtschaft. Weil in meiner Analyse ergibt sich der Wachstumszwang der Wirtschaft aus der Kombination von Gewinnstreben und Konkurrenz. Solange Unternehmen sich zueinander in Konkurrenz befinden und einen höheren Finanzgewinn, solange müssen sie wachsen und müssen sie einander fressen. Je ein Kapitalist schlägt 1000 tot, hat der Karl Marx gesagt. Das ist genau diese kapitalistische Systemdynamik, die in der Gemeinwohlökonomie erlöschen würde. Einen ersten Schritt dorthin würde die demokratische Bank sehr effektiv leisten, indem Kredite nicht mehr nur einer ökonomischen Bonitätsprüfung unterzogen würden, sondern durch gesetzlichen Standard auch einer ökologischen, sozialen Bonitätsprüfung oder etwas noch allgemeiner formuliert, einer Gemeinwohlprüfung. Das würde bedeuten, dass Kredite nur noch dann gewährt werden, wenn sie zumindest keinen sozialen und ökologischen Minderwert schaffen. Also ein Null Mehrwert ist das Mindeste, dann sind sie aber am teuersten. Und je höher der ökologische und soziale Mehrwert, dafür müssen wir Messinstrumente entwickeln, aber dahin geht es ja auch massiv,
desto günstiger werden die Kredite. Das heißt, die Kredite, die den Ressourcenverbrauch absolut radikal absenken, die kosten gar nichts oder haben sogar eine negative Verzinsung. Das ist der gesetzliche Standard in der demokratischen Bank. Ich glaube auch nicht, dass die Bank eine Nischenbank bleiben wird, weil von der Konstruktion her, wie ich schon angedeutet habe, ist sie ein flächendeckendes Modell und das Interesse in Österreich ist, zumindest in Österreich, ist derzeit so, dass es das auch zu werden verspricht. Also das Echo ist fulminant, kann ich nur sagen, und in allen Bundesländern wollen bereits zahllose Menschen. In den letzten Wochen haben sich schon fast 300 Personen zur Mitarbeit gemeldet, ja? Geschweige denn von denen, die das Konto eröffnen wollen oder Gründungskapital leisten wollen. Ja, und dadurch, dass die Bank eben nicht nur eine ökonomische Dienstleisterin ist, eine Alternative, sondern insbesondere auch eine Bildungsorganisation, glauben wir, dass sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten wird, dass der gesamte Finanzsektor dann später konvertiert werden kann, also umgewandelt werden kann. Das ist ja als Doppelstrategie zu verstehen. Wenn wir nur politische Modelle ausarbeiten und Forderungen an die Öffentlichkeit und an die Machtinhabenden stellen, dann glaube ich, kommen wir langsamer ans Ziel, als wenn wir parallel dazu, also in einer sowohl als auch Strategie, sozusagen eine alternative Bank selbst initiieren und an ihrem Vorbild vorzeigen, dass es auch anders gehen kann. Also das vermindert ja den bisherigen Anspruch von Attac, Bildungsöffentlichkeitsbewusstseins- und Lobbyarbeit zu betreiben in keinster Weise. Vielleicht noch zu den Demokratien. Ein Beispiel, was mir gut gefällt in Kalifornien, weil Attac Deutschland ja auch die Demokratisierung der Energieversorgungsunternehmen zu einer zentralen Forderung erhoben hat. In Kalifornien, das ist, glaube ich, hierzulande eh recht gut bekannt, wird ein Energieversorger, der mehr als eine Million Menschen mit Strom versorgt, seit 1946 direkt demokratisch gesteuert und der funktioniert tadellos. Also da kann man von existierenden Beispielen sogar aus den USA sehr viel lernen. Und eine letzte Bemerkung nur noch, dann glaube ich, das Wort euch zu geben. Bei der ersten Forderung haben wir die meiste Angst gehabt, aber gerade bei den Unternehmen den geringsten Widerstand vorgefunden. Also ich bin sehr, sehr viel mit Unternehmen in Kontakt und die applaudieren am lautesten, also genauso wie ihr auch, am lautesten, wenn es darum geht, Aktiengesellschaften zumindest von der gehandelten Börse zu nehmen, weil sie darunter leiden, dass diese Unternehmensrechtsformen ihnen das Leben schwer machen. Also oft hat man mehr Angst davor, vor radikaleren Forderungen, die sind dann aber sogar schneller mehrheitsfähig, als man denkt, was aber natürlich nichts daran ändert, dass der Widerstand von dort am mächtigsten sein wird. Das natürlich unbenommen. Vielen Dank, Christian. Ich glaube, vieles, was gesagt wurde, stimmt, weil sowohl das eine als auch das andere stimmt. Etwas poetischer formuliert, die Visionen bereiten den Boden für die Revolutionen. Also ich glaube, es geht nicht um entweder Baukasten oder entweder ein konkretes Modell, entweder eine schöne Vision oder aber die Ballung von Durchsetzungskraft, sondern es hängt ja wunderbar zusammen. Weil wenn wir fordern, wir müssen eine Planwirtschaft umsetzen und wir brauchen eine Revolution, und das wäre die Machtfrage zu stellen, dann würde ich antworten, ja schon, aber diese Revolution werden sich nur viele Menschen anschließen, wenn wir einen schönen Revolutionsgegenstand anbieten können. Und das sind dann eben die Visionen, das sind die Baukästen oder die konkreten Modelle oder die Vorbilder. Oder es ist eine Sprache von Alternativen, der sich eben sehr, sehr viele Menschen anschließen können, die nicht ausschließlich Karl Marx verstehen. Und dazu möchte ich eben ganz konkrete Beispiele bringen. Wenn man der breiten Unternehmenslandschaft in Ruhe darlegt, dass die Demokratie in Gefahr ist, wenn die einen unendlich reich werden können, dann gewinnt man sehr schnell eine breite Mehrheit für die Begrenzung der Ungleichheit. Dass man sozusagen nur das 10- oder 20-fache verdienen darf vom Mindestlohn, dass man nur 10 Millionen Euro zum Beispiel als Privatvermögen anhäufen darf oder dass eben ab einer bestimmten Schwelle Unternehmen demokratisiert und vergesellschaftet werden müssen, weil zunehmend auch die Mehrheit der Unternehmer und Unternehmerinnen einsieht, dass wenn die einen Multimilliardäre werden dürfen, dann sind sie so mächtig, dass sie die Regierung für ihre Minderheitsinteressen erfolgreich instrumentalisieren können. Ein Beispiel. Aber wichtig ist, auf die Unternehmen zuzugehen. Das machen wir auch in Österreich sehr offensiv. Und die Gemeinwohlökonomie zum Beispiel, da haben sich jetzt schon, bevor das Buch veröffentlicht worden ist, 70 Unternehmen als erste Unterzeichnende angeschlossen. Und das Potenzial geht in die vielen Tausend, was ich vorhersage. Ein zweites Beispiel, wenn man
Man kann den Kapitalismus durchaus angreifen, wenn man ganz konkret sagt, was man damit meint. Wenn man die Frage stellt, findet sie es sinnhaft, dass die Vermehrung von Kapital das oberste Ziel des Wirtschaftens ist. Oder dass eben die Erzielung eines maximalen Finanzgewinns das vorrangige Ziel von Unternehmen sein soll, dann erkennt sehr schnell die Mehrheit, dass das eigentlich nicht sinnvoll ist. Weil ein maximaler Finanzgewinn, der kann alles, was uns lieb und wertvoll ist, zerstören. Es kann Arbeitsplätze zerstören, kann die Umwelt zerstören, kann das Gemeinwohl verringern, kann die Beziehungen verschlechtern. Und darum ist es schon heute mehrheitsfähig, dass Unternehmen stattdessen ihren Erfolg in der Gemeinwohlbilanz messen, in ihrem Beitrag zum gesamtgesellschaftlichen Wohl, von der Verteilungsgerechtigkeit über die Geschlechtergerechtigkeit, über die Intakthaltung der ökologischen Lebensgrundlagen bis hin zu hoher Arbeitsqualität und hoher Beziehungsqualität. Motivationsfaktor, also alle Wissenschaften, sowohl die Sozial- als auch die Naturwissenschaften, liefern uns eine Fülle von Argumenten, dass die stärkste Motivation von Menschen nicht Egoismus und Konkurrenz sind, sondern gelingende Beziehungen. Und wir brauchen diese wissenschaftlichen Daten nur aufgreifen und verbreiten. Und ich glaube, dass wir da mehrheitsfähig werden. Der gemeinwohlorientierte Mensch, den gibt es schon. Den gibt es schon, weil alle Menschen auf der ganzen Welt in allen Kulturen wissen, dass Beziehungen gelingen, nicht wenn wir uns gierig, egoistisch, geizig oder rücksichtslos verhalten, sondern wenn wir uns kooperativ, solidarisch, empathisch und großzügig verhalten. Das heißt, dieses Wissen ist als Erfahrung in uns allen, in allen Menschen vorhanden und wir müssen nur dieses Bewusstsein dafür schärfen und den Mut dafür bereiten, dass wir das auch auf die Wirtschaft übertragen. Und wenn wir dann dieses Bewusstsein schärfen in 5 neuen Unterrichtsgegenständen, wie ich es auch einfordere, nämlich Gefühlskunde, Kommunikationskunde, Wertekunde, Demokratiekunde und Naturerfahrenskunde, dann wird ein Bildungsbaustein dazu beitragen, diesen schon vorhandenen gemeinwohlorientierten Menschen auch sich seiner selbst bewusst zu machen. Und vielleicht das Letzte noch, Gemeinwohl durch die Gemeinwohlbilanz wird das Bewusstsein auch geschaffen, aber ohne Demokratie nützt das schönste Gemeinwohlziel natürlich nichts. Und deshalb ist vielleicht ein sehr provokanter Schlussgedanke, ich glaube, ohne eine radikale Vertiefung der Demokratie, was auch Teil der Gemeinwohlökonomie ist, bis hin zur direkten Demokratie in Form von bundesweiten Volksentscheiden, nützen, wie gesagt, die schönsten Gemeinwohlziele nichts, die schon heute mehrheitsfähig sind. Und ich glaube, ATTAC sollte hier einen Schritt in Richtung Demokratisierung auf allen Ebenen, nicht nur was Gemeingüter betrifft, nicht nur was demokratische Demokratisierung von Unternehmen betrifft, sondern auch was die Ergänzung der repräsentativen Demokratie durch die direkte Demokratie betrifft. Ein Beispiel, vielleicht ein unkonventionelles Beispiel zum Schluss. Die Schweiz hat heute nicht deshalb das beste Autobahnnetz der Welt, sondern das beste Bahnnetz der Welt, weil wie die Schweiz die Bahn liberalisieren und deregulieren und privatisieren wollte in den 80er Jahren zeitgleich mit Deutschland und Österreich, hat die Bevölkerung gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen die 15 Milliarden Franken, die für die Straßen vorgesehen waren, lieber in die Bahn umleiten, haben es getan und deshalb hat heute die Schweiz die beste und modernste Bahn der Welt. Ja, die ganz konkrete Frage zum Schluss, ja, die demokratische Bahn. Ja, aber gegen Minarette haben Sie auch gestimmt. Da habe ich die Minarette sind meiner Meinung nach ein historisches Versehen, nicht, aber die Schweiz haben 1974, als sie der Europäischen Menschenrechtskonvention beitraten, das Verhältnis der direkten Demokratie, die sie seit 1848 haben, aus einer militärischen Tradition heraus und nicht aus einer liberalen Tradition heraus, haben sie das Verhältnis der direkten Demokratie zur Menschenrechtskonvention nicht geklärt. Und deshalb entscheidet heute der Schweizer Verfassungsgerichtshof bei Einreichung eines Bürgerbegehrens, einer Volksinitiative nicht, ob sie denn konform ist mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung nach verstößt, dass die Minarettinitiative doppelt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, gegen die Religionsfreiheit, gegen das Nichtdiskriminierungsgebot. Und ich hoffe, dass es zur Klage kommt und die Schweiz sich entscheiden muss, ob sie entweder dieses Votum zurücknimmt oder aus der Europäischen Menschenrechtsgemeinschaft austreten muss. Und dann werden sie hoffentlich direkte Demokratie an den zeitgenössischen Standard anpassen, nämlich nach 1945, nach der Einrichtung der UNO und der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass auch direkt demokratische Verfahren gleichermaßen wie repräsentativ demokratische Verfahren nur dann zulässig sind, wenn sie verfassungskonform sind im Sinne der Menschenrechte. Wenn sie schon bestehende Grundmenschen- und Minderheitenrechte einzuschränken drohen, dann sind sie einfach nicht
dann sind sie nicht zulässig. Genauso wenig wie das Parlament die Todesstrafe einführen darf oder die Folter, dafür ist die direkte Demokratie.